Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Dieses Geräusch, was die Farbe macht, wenn sie vom Pinsel auf die Leinwand geworfen wird, das musste ich euch unbedingt einmal hörbar machen. Und weil es so schön war, habe ich es dann anschließend nochmal gemacht, als mir für die Grundierung der Leinwand noch etwas Farbe gefehlt hat. Der Hintergrund bleibt heute mit den beiden Farben Persisch-Rosa und Permanent-Rot-Violett, so wie ich ihn mit dem Pinsel aufgetragen habe. Bei dem Persisch-Rosa handelt es sich eher um eine Farbe, die im kühleren Bereich zu suchen ist, dafür aber deckend ist. Und bei dem Permanent-Rot-Violett habe ich es mit einem wärmeren Farbton zu tun, der aber sehr transluzent ist. Und für die nächste Farbschicht habe ich das Nickel-Titan-Gelb benutzt. Das benutze ich, glaube ich, sehr, sehr selten, weil es sich dabei um ein kaltes, man sagt auch gebrochenes, Gelb handelt. Mir hat die Farbkombination aber so gut gefallen, als ich darüber nachgedacht habe, welche Farbe ich als nächste zum Rakeln verwenden werde, hatte ich aber das Gefühl, dass ich das Persisch-Rosa in seiner kalten Farbvariante unterstützen möchte, um in der nächsten Schicht mit einem wärmeren Farbton zu arbeiten. Mein wärmerer Farbton ist eine Reflexfarbe und in diesem Fall ist es das Reflexorange, welche auch eher transluzent ist, aber einen wunderbaren Kontrast zu den beiden Farben Rosa und Gelb bildet. Es kommt ein bisschen auf die Kamera an, wie der Farbton rüberkommt. Von der Kamera, die von oben filmt, ist die Farbe schon der Farbe, die ich auf der Leinwand sehe, sehr ähnlich. Es gibt Glasschliffperlen, die bestehen aus zwei Komponenten und die nennen sich Feieropal. Und immer wenn ich die Kombination Gelb-Orange wähle, dann erinnern die mich daran. Nachdem die Leinwand jetzt sehr farbig ist, habe ich mich dazu entschieden, das Titan Weiß einzusetzen. Denn es hat die wunderbare Eigenschaft, die Farben etwas zurückzunehmen und gleichzeitig, wenn die darunterliegenden Farbschichten noch nass sind, sich mit den Farben zu einem pastelligen Unterton zu verbinden. Manchmal wird in den Kommentaren gefragt, ob ich das Rakelwerkzeug jedes Mal säubere. Und wie ihr gerade sehen konntet, habe ich die weiße Farbe auf das Rakelwerkzeug aufgetragen, obwohl dort noch Farbe war. Es kommt also immer auf die Situation an und ich sage mal auf das intuitive Gefühl des Künstlers, was in dem Augenblick mit dem Bild passieren soll. Insofern kann ich euch das so nicht beantworten. Ihr macht das einfach so, wie ihr das in dem Augenblick für euch und für das Aussehen des Bildes für richtig haltet. Nach den ganzen Farben, die ich jetzt aufgetragen habe und der Farbschicht in Weiß,
die auch teilweise recht pastellig ausgefallen ist, brauchte dieses Bild in jedem Fall einen dunklen Kontrast. Es gibt einmal das Preußischblau, welches ich hier verwende, was keinen Unterton hat. Und es gibt einen ähnlichen Farbton, das ist das Grünblau, welches tatsächlich auch einen grünlichen Farbton in ein recht dunkles Blau bringt. Mir war aber nach der reinen dunklen blauen Farbe, weil ich mir davon einen sehr klaren und ansprechenden Kontrast für dieses Bild vorgestellt habe. Und nachdem ich die ersten beiden Bahnen damit gerakelt habe, war ich mir auch sicher, für das Bild die richtige Farbe ausgewählt zu haben. Schön finde ich jetzt in der Kamerafahrt, die das noch nicht getrocknete Bild zeigt, wie tief ich durch die Farbschichten gucken kann. Und dadurch, dass ich den Untergrund mit den Pinselstrichen so belassen habe und ich sage mal so nicht glatt gebügelt habe, habe ich auch hier einen relativ hohen Anteil an den Inseln, die bei der Rakeltechnik entstehen. Ich liebe diese Farbkombination und ich liebe auch, wie das Blau sich mit dem Titanweiß zu besonderen Farbschlieren vermischt hat. Wenn wir uns jetzt die Details des getrockneten Acrylbildes anschauen, sieht man ganz deutlich, dass Acrylfarben dunkler auftrocknen und, was ich immer wieder faszinierend finde, dass die Struktur der Leinwand trotz der Schichten, die ich aufgetragen habe, immer wieder durchscheint. Und ich bin ein Fan von solchen Strukturen und Pinselstrichen und ich liebe das wirklich sehr. Ich mag Leinwände, die diese leichte Körnung nach wie vor zeigen. Zum Schluss zeige ich euch noch das fertige Acrylbild, wie es an der Wand hängt. Und ich finde, es hat eine sehr große Dynamik durch die rosafarbenen Inseln, die durch die Schichten hindurch scheinen. Und ich liebe die Schlieren und auch den Kontrast des dunklen Blaus zu dem Reflexfarbton Orange. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Du darfst mir gerne ein Like geben, einen konstruktiven Kommentar zu diesem Video verfassen. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.